Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute die Free-to-Play-Teams für DCM. Ich habe es, glaube ich, hingekriegt, relativ coole Teams zu bauen, die halt auch zumindest dieses 10 Millionen NAF-Level-Ziel erreichen. Gefühlt war es ein bisschen leichter als letztes Mal, bis auf die Intrusion. Die war wirklich super hart, aber ich glaube, auch da habe ich einen Weg gefunden, wie man das besiegen kann. Auch wenn das wirklich kein perfektes Team ist, aber ihr seht das ja hier bei Units I don't have. Wie ich schon immer sage, die Liste wird immer länger. Hier sind wirklich nur Free-to-Play-Units verbaut, teilweise Pay-to-Win-Units als Friend-Captain, aber das geht halt mittlerweile nicht mehr wirklich anders. Da sei auch gesagt, so wie immer, ne, das ginge wahrscheinlich schon anders. Dafür müsstet ihr aber im Team bessere andere Units haben und da sage ich euch auch das gleiche wie immer. Wenn ihr Pay-to-Win-Units habt, ich weiß, jeder Free-to-Play-Spieler hat Pay-to-Win-Units. Ich muss das aber trotzdem so machen, dieses Format, dass ich im Endeffekt keine davon verbaue, weil ich ja nicht für jeden einzelnen, für jede einzelne Box hinzugeschnittene Teams bauen kann. Das wäre ja kompletter Wahnsinn. Deswegen einfach nur Free-to-Play-Units drin und ersetzt einfach die Free-to-Play-Units hier in den Teams durch Units, die ihr habt, die besser sind. Und dann sollte das kein Problem sein. Wir gehen jetzt auch wieder alles ganz normal durch. Wie gesagt, 44 NAF-Level für 10 Millionen Punkten sind einfach eigentlich relativ human für Free-to-Play-Teams. Smoker, auch hier gehen wir jetzt nochmal alle Debuffs durch, ne? Auch wie beim anderen Video. Ich gehe halt nicht davon aus, dass ihr euch alle Videos immer unbedingt anschaut. Ist ja auch völlig in Ordnung und deswegen gucken wir uns jetzt mal an hier. Also, alle Units kriegen Special Charge, das heißt, alle Units sind hier auch ready. Ich habe mich hier entschieden, einfach Reju als Captain zu spielen, weil sie halt als TM-Charakter 3,5er Booster ist für Int. Das ist mehr als genug. Der Boss ist ja Psy. Wir kriegen hier logischerweise kein Team hier dabei, was ein Speed-Team ist. Das geht bei Free-to-Play-Teams einfach nicht. Ja, also, Gegner Psy. Dann haben wir hier Block Orbs. Die werden hier theoretisch von allen Charakteren weggemacht. Aber Reju macht es am besten. Reju macht die Block Orbs komplett in Matching Orbs. Ihr habt eine Barriere. Da müsst ihr hier mit dem Team einfach durchspielen. Das geht nicht anders. Aber das ist kein Problem. Ihr werdet hier interrupted für Affinity. Diese Shinobu-Unit kann euch auf der zweiten Stage das Special benutzen und habt ihr auf der Boss-Stage Color Affinity, so umgeht ihr halt diesen Debuff. Werdet ihr am Anfang wahrscheinlich nicht brauchen, weil ihr mehr als genug Damage noch habt, aber so ist zumindest die Idee, um diesen Debuff zu umgehen. Ansonsten sind hier keinerlei Debuffs, auf die man sonst noch achten müsste. Reju gibt euch halt einen Conditional Boost, der Moria gibt euch, glaube ich, einen Base Attack Boost und einen Chain Multiplier Boost. Shinobu, wie gesagt, Color Affinity, der Buggy hier gibt euch einen Orb Boost für alle Charaktere und der Shishillion einen ATK Boost und damit solltet ihr mit dem Team mehr als genug Schaden haben und lange, lange klarkommen. Zweites Team gegen Tashigi, auch super easy, weil es einfach daran liegt, dass die Recommended Units auch die stärksten Units sind, die jeder hat. Also wie gesagt, den Sabo gab es gratis von PvP und die Super Evolution Skulls gratis von Kizuna. Das heißt, ich setze das voraus, wenn ihr ein Spieler seid, der auch in der TM in der New World ist, also mittlerweile schon 3 Monate spielt, dass ihr diese Units auch habt. Sonst würde es hier keinen Sinn machen, denn jemand, der einfach nur in der niedrigsten Liga ist, in East Blue, der braucht diese Teams hier sowieso nicht. Der kann ein Team für alle Bosse spielen und fertig, ne? Da habe ich auch schon häufiger drüber gesprochen. Ihr kriegt hier Block Orbs ab. Die Block Orbs macht hier auch wieder Whitebeard und Luffy weg, wie bei den Speed-Teams auch. Genauso wie die beiden Debuffs hier. Kümmert sich auch jeweils Whitebeard Luffy drum. Damit sind hier halt im Endeffekt auch schon alle Debuffs umspielt. Hier, ihr kriegt hier auch wieder diesen komischen Chaindown, aber der ist irrelevant, weil ihr halt einfach Sabo Special plus Super-Type benutzt. Ihr habt Morley hier im Team, das heißt, der Super-Type ist auch ready. Dann wieder mehr als genug Chain. Ihr habt hier genug Schaden. Auf dem Revive wird dazu Dex, deswegen habe ich hier noch ein paar Strength-Units reingepackt. Morley Special ist auch sehr gut, denn ihr könnt ihn benutzen schon auf der Boss-Stage ganz normal und im nächsten Zug kriegt ihr dann halt auch noch diesen Conditional für Deathdown. Das heißt, ihr habt 2 Turns so einen nicen Conditional auf dem Gegnern drauf, denn ihr könnt ja auf dem Revive nur noch ein Special benutzen. Das heißt, ihr habt ja automatisch noch einen kleinen Boost, dann benutzt ihr halt noch das zweite Sabo-Special und Super-Type mit dazu und easy peasy habt ihr das hier geklärt. Ne? Also Tashigi sollte auch überhaupt kein Problem sein. Monet, ein bisschen schwieriger, aber eigentlich auch nicht so schwierig. Also, ihr kriegt hier Badly Matching Orbs ab. Die Badly Matching Orbs change tatsächlich dieser Free-to-Play-Luffy, der nämlich mit seinem Super-Type ist das, glaube ich, genau. Sein Super-Type change Strength Dex, Quick Psy Orbs und Matching Orbs. Und Badly Matching Orbs bedeutet, ihr kriegt hier komplette Int Orbs und Luffy macht die halt im Psy. Damit habt ihr wieder Matching Orbs. Ihr habt hier 99% HP-Cut. Seid dann halt im Endeffekt auf 1 HP. Ihr kriegt hier wieder die Special Reverse oben auf die Captains ab, was aber kein Problem ist, denn ihr braucht das Special von Luffy zum Beispiel überhaupt nicht. Also, es wird einfach nicht benutzt, der ist einfach nur als Captain drin. Und der Friend Captain Luffy ist dadurch sofort ready, dass ihr das Special von Franky benutzt, euch Chainlock gebt und dann ist der ready, dann kriegt ihr da wieder einen ATK Boost. Ihr kriegt hier Special Bind ab, dafür ist Ashura Doji drin, der ist zwar hier nicht von Luffy oder so geboostet,
Aber der ist hier bei dem Fight halt ganz sinnvoll. So, ich musste hier kurz nochmal unterbrechen, weil ich gesehen habe, dass ich einen Fehler gemacht hatte, weil dieser Ashura Doji halt nicht geboostet ist. Deswegen diese 6 Turn Silence wegzubekommen wird schwierig. Sein normales Special, was 4 Turn Silence wegmacht, ist allerdings auf einem CD von 12. Darauf müsst ihr dann im Endeffekt einfach hier bei dem Team stallen. Anders geht's nicht. Ist halt ein Problem. Mit Full Free-to-Play Units, ihr seht das hier gleich mal, gibt es kaum Units, die Silence wegmachen, außer die, die ich schon in anderen Teams teilweise verbaut habe. Deswegen ist das hier einfach so, auf 12 Turn CD-Stallen dauert ja auch nicht so lange und bei normalen Minibossen geht das ja auch. Ihr habt ja die Turtles auf der ersten Stage. Und dann ist es im Endeffekt so, ihr benutzt das Special von Doji, um erstmal 4 Turn Silence wegzumachen, weil er resistet ja trotzdem 6 über seine Crewmate Ability. Und wenn die 4 Turn Silence weg sind, könnt ihr den Usopp hier noch benutzen, der dann noch die letzten 2 Turn Silence wegmachen. Damit ist das erledigt. Danach ist dann der Luffy ready als Captain. Also der linke, der rechte Luffy wird nicht ready in dem Team. Ihr habt dann schon die Matching Orbs vom Luffy als Captain. Ihr benutzt das Special von Friend Captain Luffy für einen ATK Boost. Dann könnt ihr hier noch das Special von Bato benutzen. Dadurch werdet ihr geheilt und ihr kriegt so ein Threshold Damage Reduce, das heißt, ihr sterbt nicht am Death Damage. Und dann habt ihr hier in dem Team noch den Sabo, der euch auch noch einen Color Affinity Boost gibt. Und dann habt ihr hier mehr als genug Schaden, um diesen Fight lange, lange zu besiegen. Auch hier gilt natürlich wieder, wenn ihr einfach irgendeine Pay-to-Win-Unit habt, die ihr in das Team packen könnt, ihr einfach 5 Turn Silence direkt wegmacht, ist das natürlich viel besser. Dann macht das halt so, das ist der bessere Fall. Wie gesagt, ich habe es euch hier gezeigt, wenn man nur Free-to-Play-Units nimmt, gibt es halt kaum Units, die Special Bind wegmachen. Eigentlich wäre der Chopper natürlich hierfür perfekt, weil er empfohlen ist, aber ich habe ihn halt im Boss-Team, damit wir halt beim Boss auch den maximalen Boost rausholen, ne? Damit man nicht so ewig viel braucht. Deswegen spielt bei Miniboss lieber so, dass ihr dann da ein bisschen stallt, ist völlig egal. Bei Virgo, das ist der Fight, wo Sengoku und sein Badge empfohlen sind. Das ist natürlich sehr schwer für Free-to-Play, aber es geht halt trotzdem. Wir haben hier auf jeden Fall die Condition von Sengoku erfüllt, weil wir 5 verschiedene Farben im Team haben, das ist schon mal gut. Als Captain habe ich mich hier für Stussy entschieden, weil Stussy von diesen ganzen Free-to-Play-Chars einen 3,75er ATK-Boost für Shooter und Cerebral gibt. Was tatsächlich das komplette Team betrifft, bis auf den Sanji und bis auf den Jinbei. Die beiden werden nur von Sengoku geboostet. Aber das ist dann halt so, das Team wird trotzdem mehr als genug Schaden machen. Es ging halt nicht anders. Es sind auch hier keine anderen Units mehr übrig, die man sonst mit einem kompletten Free-to-Play-Team als Captain spielen kann. Paralyse wird hier von dem Jinbei weggemacht. Attack Down wird hier weggemacht von dem Sanji. Und Percent Damage Reduction wird von Magellan weggemacht. Damit habt ihr alle Debuffs umspielt und als Friend-Captain natürlich Sengoku, weil der Boss switcht sich ja hier in irgendeine Farbe und ihr benutzt einfach das Sengoku-Special, wenn ihr wisst, welche Farbe der Boss hat. Sengoku-Special geht, wenn ihr in Strength-Dex Quick- und In-Charakter in der Crew habt, was wir haben, dann wählt ihr den einen Charakter in eurer Crew, der effektiv gegen den Boss gerade ist und gebt dem vierfachen ATK und Orb-Boost. Der kriegt natürlich zusätzlich noch dazu weitere Boosts vom Team hier, weil Stussy noch einen Color-Affinity-Boost fürs gesamte Team gibt. Und deswegen werdet ihr auch genug Schaden machen. Hier, Boa gibt euch auch noch einen kleinen Chainlock, besser als gar nichts. Und ich glaube sogar, dass der Conditional Boost von Magellan, selbst der funktioniert auch noch, weil der Gegner nicht immun gegen Poison ist. Also ihr werdet hier auf jeden Fall mit der einen Unit, die ihr draufhaut, mehr als genug Schaden haben, das für eine ganze Weile zu clearen. Kommen wir jetzt zum Boss- und Intrusion-Fight, wo es natürlich für Free-to-Play-Teams immer kritisch wird. Erstmal der Boss-Fight. Wir kriegen hier Resilience up auf der Mini-Boss-Stage und Threshold. Da kümmert sich aber genauso wie in unserem Speed-Team einfach Shanks drum, dann ist es erledigt. Auf der Boss-Stage kriegt ihr Special Bind ab, dafür ist der Chopper hier drin, deswegen ist der halt auch so wichtig, weil ihr habt ja gesehen, wir haben nicht viele Optionen für Special Bind hier bei den Free-to-Play-Units, deswegen muss der Chopper ins Boss-Team. Wir kriegen hier Paralyse ab, da kümmert sich Shiki drum. Wir kriegen hier Despair ab, um den Despair kümmert sich Uta. Die macht 2 Turns Despair weg, eigentlich 4 mit Doppel-Special Activation, also es reicht locker mit Sockets. 8 Turns Attack Down, darum kümmert sich natürlich Uta in Verbindung mit Hina und damit sind alle Debuffs umspielt, denn diese Chain-Boost-Chain-Mechanik umspielen wir hier sowieso allein dadurch, dass wir halt von Uta einen Chain-Boost von 1,1 bekommen, das heißt, unsere Chain startet auf 2,1 schon und dann kommen wir locker mit den letzten Hits über die 3,3er-Chain drüber. Das Ding ist halt hier, auf der Boss-Stage, um die Paralyse wegzumachen, müsst ihr Shiki zünden und Shiki gibt dem ganzen Team dann Recovery-Orbs, was im Endeffekt nicht so geil ist, weil Hina diese Recovery-Orbs dann nicht mehr changen kann in Matching-Orbs. Wie es aber trotzdem funktioniert, relativ simpel. Ich habe hier diese Vivi reingetan und diese Vivi als Crewmate macht
Recovery Orbs, wenn der Captain Quick oder Psy ist, was bei uns der Fall ist, macht sie Recovery Orbs beneficial für alle Charaktere und nicht nur für einen, so wie Shiki macht. Das heißt, Shiki Special gibt euch hier einfach ein Full Board of Matching Orbs und easy peasy seid ihr da durch. Genau. Und dann habt ihr da genug Damage. Genau. Vivi selber zündet ihr einfach auf der Miniboss-Stage, denn Vivi selber gibt euch 2 garantierte Matching Orbs. Sie gibt euch einen ATK-Boost für das ganze Team. Und sie ist so gelegt hier erstmal, dass sie an die Psy-Charaktere angrenzt oder an einen zumindest. Dann muss ich das aber hier noch einmal anders machen, weil da habe ich mir, glaube ich, vertan. Das muss so rum sein. Ja, so rum muss das sein. Also, dass sie den Psy-Charakteren den Matching Orb gibt. Ich gehe nämlich mal davon aus, dass der Miniboss eben nicht Strength ist, sondern auch Int, weil man hier halt recommendete Psy-Charaktere hat. Und deswegen versuchen wir hier auf der Miniboss-Stage die Matching Orbs auf die Psy-Charaktere zu legen, die natürlich dann auch noch geboostet werden von Shanks Special und von Vivi Special. Das sollte vom Damage her auch reichen, um diese 10 Millionen Punkte zu holen. Bei der Intrusion kommen wir jetzt zu, da weiß ich nicht, ich hoffe es funktioniert, ich kann es euch nicht garantieren, aber hier ist auch wieder wie immer das gleiche, wenn ihr Units ersetzen könnt, macht das bitte. Und wenn man mit vollen Free-to-Play-Teams spielt, ist es auch keine Schande, wenn man die Intrusion einfach skippt, wenn man es dann doch nicht hinbekommt, weil man schafft seine Punkte auch, wenn man die Intrusion nicht spielt. Manche Leute machen das dann sogar freiwillig, das ist aber ein anderes Thema. Und ja, wie habe ich mir das hier vorgestellt? Erstmal wichtig, warum spiele ich hier Uta nicht als Captain? Das wäre viel besser für den Damage. Antwort darauf ist, es geht nicht. Wir kriegen hier Bind ab und wenn Uta Captain ist, kann sie den Bind nicht entfernen. Das geht nicht. Und ich kann Luffy auf der Stage 2 nicht zünden, weil ich ihn für Stage 3 brauche. Deswegen muss Uta hier in der Crew sein und der einzige Captain, der hier möglich ist, ist nun mal Shanks. Und dadurch haben wir dann nur den Boost von Hina im Endeffekt für unsere Crew. Sollte aber auch trotzdem noch genug Schaden machen am Anfang erstmal. Wie gesagt, diese Free-to-Play-Teams sind ja immer alles andere als optimal. Die sind ja nur absolute Notlösungen, wenn man wirklich überhaupt nichts hat. Ja, auf Stage 2. Es gibt Paralyse, kümmert sich Shanks drum. Es gibt Death, da kümmert sich hier in dem Team die Uta drum, genau. Dadurch wird auch wieder diese Chain-Mechanik umspielt. Es gibt Bind, da kümmert sich Uta drum. Dann haben wir hier noch diesen Chain-Down-Debuff im Endeffekt. So, und dann ist die Stage im Endeffekt auch schon umspielt. Hier ist wichtig, ihr kriegt hier diesen Debuff, dass ihr 9 Turns, 9-fach erhöhte Chance habt, Unmatching Orbs zu bekommen. Das bedeutet, dass ihr hier Int und wahrscheinlich Int und Dex Orbs und sowas kriegen würdet. Und Oden macht zumindest diese Dex Orbs für alle Charaktere beneficial. Denn macht Dex Orbs für Slasher und für Spirit beneficial. Das bedeutet, ihr habt ihr zumindest auf Shanks, auf Uta, auf Luffy, auf Sabo und auf Oden selber den Orb, der dann Matching ist. Und dadurch habt ihr dann hier zumindest auf der Mini-Boss-Stage ein paar Matching-Orbs. Auf der Boss-Stage ist es dann halt auch wichtig, wir kriegen hier Empty-Block-Bomb ab. Das macht Hina weg mit ihrem Super-Type. Also nicht vergessen, ne, ihr Super-Type change Block-Orbs into Matching. Dafür braucht man halt einen ATK-Boost und einen Orb-Boost, den wir uns hier im Endeffekt holen können. So, mir ist aufgefallen, ich muss noch was ändern, weil das nicht funktioniert hatte. Das Problem ist, hier bei dem Team, um Matching Orbs zu bekommen, braucht man den Super-Type von Hina und der funktioniert halt nur, wenn man irgendwie Smoker, Tashigi, Garp oder so hat. Das ist halt hier in dem Team einfach nicht drin. Oder wenn man ATK und Orb-Booster hat. Und dieses Team hatte keinen ATK-Booster. Deswegen musste ich Legend Frankie Support auf Luffy spielen. Geht nicht anders. Ansonsten natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Intrusion für Free-to-Play einfach komplett nicht zu spielen, wenn das Team hier nicht funktioniert. Aber so ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie man komplett Free-to-Play diese Intrusion noch spielen kann. Denn so funktioniert es jetzt im Endeffekt so auf der Boss-Stage. Wir haben hier erstmal diesen Special Reverse und als allererstes macht Luffy das Special Reverse weg und wird dann Captain. Dadurch wird Frankie Support getriggert und ihr kriegt einen ATK-Boost, einen kleinen. Ne? Danach benutzt ihr das Special von Hina für den Orb-Boost. Und dadurch, dass ihr dann einen Orb und einen ATK-Boost habt, ist Hinas Super-Type dann ready. Benutzt das, ihr kriegt Matching-Orbs durch Hina, also eure ganz normalen Matching-Orbs, die ihr halt hier braucht. Und danach benutzt ihr das Special von Sabo. Der macht den Burn noch weg und gibt euch noch einen Color-Affinity-Boost. Das heißt, da habt ihr dann sofort Matching-Orbs, ATK-Orb, Color-Affinity-Boost. Habt dann durch diese Matching-Orbs den Buff von Sabo auch noch, denn dieser Buff von Sabo macht erstmal Color Affinity für Psy, Dex und Strength, also im Endeffekt bringt euch das hier dann nicht wirklich irgendwas, weil die Color Affinity hilft euch nicht, aber Sabo ist halt drin, weil er Strength, Dex, Quick, Psy und Int Orbs beneficial macht für Dex, Psy und Strength Charaktere und das bedeutet halt,
Ihr habt hier auf euren Units, die das haben, Matching Orbs, aber das ist nicht der wichtige Punkt, weil ihr habt sowieso Quick Orbs durch China und die sind ja sowieso Matching für euch. Das Wichtige ist, dass ihr diesen Buff bekommt, der das für zwei Turns macht, denn dieser Buff sorgt dafür, dass auf dem Revive von Law er euch diesen Badly Matching Orbs Buff nicht geben kann. Das bedeutet, ihr habt China als Captain, dadurch sind eure Orbs sowieso dann auf Quick Orbs gelockt und Law kann euch den Debuff nicht geben, das heißt, ihr habt hier einfach eure ganz normalen Quick Orbs. Die Barriere ist irrelevant, weil genau dafür ist hier der Oden drin, weil sonst hätten wir niemals durch die Barriere durchspielen können. Oden macht nämlich einfach Barrieren drei Turns weg, er ist nicht geboostet, aber er ist die einfachste Möglichkeit, wie man das hier umspielen kann. Oden, natürlich braucht er LB+, aber es ist normaler Rare Recruit in LB+, das kostet nicht viel und sowohl Oden als auch Roger sind mit die besten Free-to-Play-Units im Game, also ihr müsst die LB+ haben. Er ist einfach im Team, weil erstens, habe ich ja vorhin schon gesagt, makes Dex Orbs beneficial for Slash and Free Spirit Charaktere und er hat auch noch eine Sailor-Ability, when any other Slasher oder Free Spirit Character uses a Special, reduces Special Cooldown of this Character by one turn. Das bedeutet, hier ist ein Free-Spirit-Charakter, hier ist ein Free-Spirit-Charakter, hier ist ein Free-Spirit-Charakter. Oden ist ready, ne? Zum Revive ist Oden auf jeden Fall ready. Er wäre auch ohne diese Fähigkeit ready gewesen, aber dadurch, dass er eben diese Crewmate-Ability hat, ist er ready. Und Oden macht einfach die Barriere weg und die haut durch die letzten 10% HP durch und fertig. Ja, und so sollte das Team funktionieren. Ich hoffe, ich habe jetzt hier bei den Teams nichts übersehen. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel. Die Free-to-Play-Teams sind ultra hart zu bauen immer. Wenn ihr Fehler findet, bitte sofort in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das mit euch zusammen noch zu fixen und hier eine Option noch zu finden. Auch wenn ihr natürlich eine Option seht, das hier zu clearen bei der Intrusion, ohne einen Legend-Support nutzen zu müssen. Aber anders habe ich es jetzt halt erstmal nicht hinbekommen. Es gibt keine Free-to-Play-Supports, die einfach einen ATK oder einen Orb-Boost geben. Habe ich zumindest keinen gefunden. Und alle anderen Units hier im Team sind nicht ersetzbar. Ihr braucht China, ihr braucht Shanks für die Buffs, ihr braucht Uta für die Buffs, ihr braucht Luffy für den Special Rewind, ihr braucht Sabo für diesen Matching Orbs Buff und ihr braucht Oden, um die Barriere wegzubekommen. Ne? Also hier sind alle Units gesetzt, ich kann hier nicht noch irgendwas anderes großartig ersetzen. Ja, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video schaut, haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Sari!